Läuft, würde ich sagen. Läuft bei mir. Muss ich jetzt hier auch noch rein? Sieht so aus. Gucken wir jetzt mal, was hier in der Mitte ist. Vielleicht finden wir hier noch Items. Ah, ich bin jetzt von da. Okay, okay. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Dass ich nicht mitbekommen habe, dass da rumgeballert wurde. Jetzt mal im Ernst. Wie komme ich denn da hoch? Ah, kann ich hier auch noch rein? Okay, da kann ich nicht rein. Alles klar, dann ist es ziemlich offensichtlich, wo ich hin muss, nämlich nach da. Alles klärchen. Hi. Oh. Glück gehabt, dass da jemand war. Dass ich ihn zuerst gesehen habe, bevor er mich gesehen hat. So. Der elektrische Stuhl, alles klar. Und kommen Sie bald wieder. Nur Verrückte hier. Warum sagen Sie denn nichts, Bibel? Mrs. Lawrence? Sind Sie nicht zufrieden? Ach, kommen Sie. Ich habe noch eine Menge anderer interessanter Artikel, die ich Ihnen präsentieren kann. Die Stimme kenne ich. Aus irgendwelchen anderen Spielen oder Filmen oder Serien oder so. Hi. Ich könnte dich erschießen. Okay. Irgendwas übersehen eventuell? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wow! Wo hast du denn eine Waffe her, Alter? Nicht cool. Habe ich noch Medipacks? Das nehmen wir mal. Bleiben wir mal bei Shotgun. Oh Gott, das wird gefährlich. Nein! Ich wusste es! Boah, Schwein gehabt! Ich hatte so noch das Ding erwischt. Ah, ja, ja, aber gut, ist eh Wasser. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Level abgeschlossen! Wupp, wupp! Finden Sie einen Weg, die Anstalt zu verlassen. Schonen Sie das medizinische Personal. Okay. Obwohl ganz offensichtlich was mit denen nicht stimmt. Gut, dann schauen wir uns mal um. Gehen wir mal den Doktor, glaube ich, mal besuchen, oder? Okay, hier kann man nichts. Wenn ich den schonen muss, dann muss ich ja die ja auch K.O. schlagen können. Also, schauen wir mal. Das ist ein Mediziner. Ich brauche was zum K.O. schlagen auf jeden Fall. Oh. Okay. Das können wir brauchen. Komm ich nicht durch, oder? Nee. Super. Wäre ich dir mal hinterhergelaufen. Da komme ich auch nicht weiter. Da brauche ich eine Tür. Ah, da kommt wieder jemand raus. Was jetzt? Gut, bleiben wir erstmal auf Faustwaffen. Boah, sieht fast aus wie Half-Life Ice bei der Black Mesa. Ah, da kommt jemand. Ich hab Tipp, Tap, Tap gesehen. Uff.
Da ist jemand. Guten Morgen, Dr. Jamson. Oh. Laden Brenda. Neues vom Amnesiepatienten? Nein, nichts. Mein Gott, Johansson ist außer sich. Ich ertrag's nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Sag ihm, dass meine Frau entbindet. Oder dass mein Kumpel einen nervös ist. Keycard. Da ist gar keiner mehr hier. Was geht denn jetzt ab? Jetzt müsste ich das hier eigentlich öffnen können, oder? Oder auch nicht. Habt ihr jetzt eine Magnetkarte? Die singt. Das medizinische Personal nicht ausschalten. Warte, wo war der Stuhl da? Wow! Nein, nix Alarm! Verdammt! Wieso Alarm? Alarm! Oh Gott. Keine Sorge. Haben wir jetzt bald alle? Hi. Tut mir leid, müssen wir mal eben machen. Tschüss. So, ein paar Messer, sehr gut. Wer sonst noch? Okay, okay, okay. Darf mich halt keiner verraten, wo ich bin, nicht? Okay, da komme ich noch nicht rein. Wo komme ich denn eigentlich? Von da, oder? Nee, von da. Hä? Was? Komme ich von hier? Nee. Oder doch? Da war nur ein Zugang. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ein langer Weg. So, jetzt haben wir aber alle, oder? Jetzt haben wir aber alle. Ich glaube ja.
Und hier kommen wir. Genau, da haben wir uns durchgeschlichen. Gut, wunderbar. Also, dann müssen wir jetzt hier weiter. Hoffentlich haben wir alles gesehen. Alles klärchen. Also, wo haben wir denn hier? Da haben wir eine Sackgasse. Alles klar. Was haben wir hier? Ah ja, genau, das war der Schleichweg, den ich gegangen bin. Bis zur Sackgasse, genau. Die Tür ist verschlossen. Dr. Johann. Oh, da müssen wir rein, glaube ich. Haben wir nicht eine Karte, mit der wir hier durch können? Nein, können wir nicht. Die können wir hier nicht benutzen. Okay, da brauchen wir noch die Karte irgendwie. Wir wollen bei Dr. Johansen rein. Glaube ich. Ich glaube, wir müssen sogar. Ich glaube sogar, wir müssen da rein. Bin mir da nicht so sicher. Da kommen wir nicht durch. Weil die Türen immer von alleine zugehen, ist ein bisschen nervig. Da weiß man nie, wo man schon war. Also zumindest Sicht nicht. Sehr schlechtes Gedächtnis. Bist du hier mein Doktor, der die Karte hat? Nee, ne? Bist du die Dame, die die Karte hat? Nein, ne? Okay, gucken wir uns halt mal weiter um. Hä? Aber wo muss ich denn hin? Ist ja über Sackgasse nur noch. Da komme ich auch nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Hä? Hier drin was vielleicht übersehen? Ich glaube ja nicht. Nein. Hier irgendwo was? Die Tür ist verschlossen. Ja, wer hat denn den Schlüssel, den ich brauche? Irgendwas falsch gemacht. Hallo? Was? Hast du den Schlüssel? Ich bin einfach nur blind vielleicht? Nee. Hä? Ich brauche Schlüssel! Du hast keinen? Du hast keinen? Okay. Ist hier schon drin? Ja. Da haben wir alles ausgeschaltet, aber ich brauche noch eine Keycard, so wie es aussieht. Musik gefunden werden, damit ich die Karte kriege? Ich habe keine Ahnung. Nee. Sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, als würde ich hier irgendwo die Keykarte kriegen. Wo zum Teufel bekomme ich die Keycard? Die mir fehlt. Komme ich da irgendwie rein? Ah, lass mal hier gucken. Wir sind da. Hier links wird es rausgehen. Kann ich das nutzen? Nee, ne? Tür ist verschlossen. Die Keycard, die ich habe, die funktioniert hier nicht? Nein. Okay. Da ist ein Ring. Da geht es geradeaus weiter und da ist noch links ein Raum. Okay. Wir haben hier irgendwas übersehen, scheinbar. Hier vielleicht? Nein. Dann vielleicht hier? Nope. Hier? Alter, wenn ich das Spiel verkacke, Ian, wo ist denn die Keycard, die ich brauche? Dr. Johansen, da muss ich rein. Vermutlich. Die geht aber nicht.
haben wir denn da? Incinerator. Will ich vielleicht das Ding hier kaputt machen? Ich habe keine Ahnung. Was heißt denn das? Was ist denn das hier? High Voltage. Aber damit die Türe aufgemacht. So. Aber hier drin kann man ja nichts machen. Da würde ich vielleicht weiter in die Richtung. Hier wurden. Hier waren ja diese. Die hat aber kein, der hat aber keine Keycard dabei. Jetzt kann ich ihn aufheben, okay. Aber der hat keine Keycard dabei, wie es aussieht. Sag mal. Auch keine Keycard dabei, so wie es aussieht. Gut. Ich habe irgendwo eine Keycard rum, die ich übersehen habe, vielleicht. Ach, guck mal. Da ist was. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da oben hin? Hallo? Ich will da hoch? Duckjump vielleicht? Nein. Wie komme ich denn da hin? Hier ist ja eindeutig jemand hinter. Komme ich da durch? Nein, obwohl der Raum ja auch an. Oh, das war ein Gang. Wie komme ich da hin? Vielleicht so? Schauen wir mal. Ja, jetzt bin ich auf der Seite. Hast du die Karte, die ich brauche? Nö. Wie komme ich denn an der Fall? Verdammt nochmal, da spielst du mich am Verkackeiern, aber jetzt mal im Ernst. Komm ich nicht weiter, weil ich. Nee, wenn ich einen Alarm ausgelöst habe, komm ich schon nach wie vor weiter. Hä? Wie komme ich weiter? Ich verstehe es gerade nicht. Wo muss ich denn hin? Irgendwo übersehe ich doch hier was, eindeutig. Jetzt bin ich wieder ganz am Eingang, oder? Ja, jetzt bin ich wieder bei ihr. Komm mal her! Ich muss mal. Hä? Okay. Komm ich da lang? Bis nach da bin ich gelaufen. Da komme ich nicht weiter, weil die Tür ist zu, aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund. You are here. Block A, Local Reserve, Mortuary Reception, Dr. Lerk, Dr. Johansen. Ja, das ist ja das Büro, was zu ist, wo wir nicht reinkommen. Was daneben? Dr. Meyer. Vielleicht müssen wir zu dem? Probier es einfach nochmal. Irgendwas ist hier nicht gut. Hi. Vielleicht irgendwo anders der Zugang zu diesem Schacht, den wir gesehen haben. Auf den hoch komme ich nicht. Dr. Johansen. So, und da links will ich nicht, darf ich nicht durch. Was muss ich denn hier machen? Das kann ich nicht kaputt machen. Vielleicht doch. Moment, eine fettere Waffe nehmen. Das ist alles zu hier. So. Hast du vielleicht eine Keycard, mein Freund? Ich heb die aber einfach mal alle hoch. Vielleicht haben die ja doch noch irgendwas, was ich bis jetzt aber noch nicht eingesammeln konnte. Wieso kann ich hier eigentlich nicht aufmachen? Wieso kann ich das nicht aufmachen? Do not enter. Gut, hier scheint ein OP-Saal zu sein. Okay. Aber wie komme ich da? Ah, Moment mal. Bin ich eigentlich. Oh, lecker. So, vielleicht so. Muss ich eine Treppe brauchen, um da hochzukommen? Kann das sein? Ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum ich das hier aufmachen kann, oder? Oh mein Gott, wie dumm. Wie unfassbar dumm. Okay.
Also es war nicht so toll, Spiel. Das war nicht so toll. Dr. Johansson, ich verstehe nicht. Die Tür ist verschlossen. Öffnen Sie die Tür, Dr. Johansson! Dr. Johansson! Soll ich Sie retten? Was für ein Albtraum. Ich kann sie nicht retten. Film Sniper. Nope, kann er nicht durchschießen. Okay. Versuch was wert. Hübsche Krankenschwestern sind selten in Plain Rock. Wusstest du das? Oh. Der ist hin. Oh. Hä? Oh. Nun, Nummer 13. Der Doktor möchte Sie sehen. Also los, es ist Zeit für die Anatomie. Ich nehme an, den darf ich töten. Komm schon. Oh, ein Boss. Okay. What? Wollte ich nochmal? Ha! Dr. Johansson, ich verstehe nicht. Die Tür ist verschlossen. Okay, erster Bosskampf. Ich wusste gar nicht, dass es Bosskämpfe in dem Spiel gibt. Alles klar. Cool. Öffnen Sie die Tür, Dr. Johansson! Dr. Johansson! Warum hören dich die Dörfer böse? Eigentlich immer Deutsch vom Namen her. Wir nehmen erstmal noch ein kleines Medikit. Hier gibt's auch wieder nur einen Weg, den man gehen kann. Das ist auch irgendwie saudumm. Hübsche Krankenschwestern sind selten in Plain Rock. Wusstest du das? Oh. Der ist hin, kleines mieses Dreckstück. Oh. So, jetzt mach ich aber fertig, mein Freund. Nun, Nummer 13. Der Doktor möchte. Ist eh schon tot, da kann ich auch eine Granate dahin werfen. Also los, es ist Zeit für die Anatomiestunde. Komm schon. Wow, was? Alter, was? Bleib weg von mir! Nachladen und heilen! Heilen, heilen, heilen! Oh, keine Muni mehr. Sie 20, okay. XX 20, Nummer 20, ja. Helfen Sie mir! Der ist tot. Ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Lass mich nur kurz hier mir zack, looten, looten. So. Ich will nichts übersehen hier. Ich will nichts übersehen. Schau mal hier. What? Das Kloster. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummern verbergen. Meine Herren, es ist mir eine Ehre, die Pforten meiner bescheidenen Behausung den Führern unserer Organisation zu öffnen. Da der Ruhm dieses Ortes unserem gemeinsamen Ziel würdig ist, schlage ich vor, unsere Hauptversammlung hier abzuhalten. Okay. What the... Okay, wir haben einen Tresor gefunden. Kann ich ihn öffnen? Mein Sender. Endlich. Ein Dokument gefunden, ein Sender, okay. Bitte! Ich
Ich glaube, ich muss den Typen jetzt eh töten. Oh, vielen, vielen Dank. Er ist da drin. Entsichern! Nehmen Sie mich als Geisel. Sie haben keine Wahl. Hallo? Wieder zu, okay. Interessant. Aber ist jetzt nichts mehr drin, alles klar. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. La 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 la. Nicht schießen! Tut alle. Ich mach keine Ausnahmen. Jones, keine Muni mehr. Empfängst du mich? Laut und deutlich. Ich bin über dir. Komm da raus, schnell! Bin dabei. Ja, das war einfach, ey. Will die eigentlich von mir? Oh! Oh, mein Gott! Hey, aufmachen! Öffnen Sie die Tür, verdammt! Yay! 16 Uhr, Plain Rock. Aber wieso hat das keine Musik mehr? Was ist denn da kaputt? Wieso haben die Videos keine Musik mehr? Oh, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Wieso habe ich da keine Musik? Ha. Das war doch letztes Mal nicht so. Ich werde das Let's Play dann jetzt erstmal die Aufnahmen beenden und gucken, was das für ein Problem ist, dass ich bei den Videos jetzt keine Bilder mehr habe. Ich hatte gerade eben schon keine Musik mehr. Das war ganz komisch. Ich speichere mal. Also, man hat ja gesehen, was passiert ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.